is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Vorsicht, Streithähne. Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Aber wehe dem, durch den sie kommen. Gott führt ein Volk heraus und bereitet es darauf vor, wie ein Mann zusammenzustehen, eins zu sein, im Reden einig zu sein und das Gebet Christi für seine Jünger zu verwirklichen, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Immer wieder treten kleine Grüppchen auf, die meinen, Gott wäre nur mit den ganz wenigen, weit herum verstreuten. Sie wirken darauf hin, dass Diener zu reißen und zu zerstreuen, was Gottes Diener aufgebaut haben. Auf Leute, die sich alle Mühe geben, in Übereinstimmung mit Gottes Wort eins zu sein und die in der Botschaft des dritten Engels gegründet sind, schauen sie und fragen misstrauisch nach dem Grund für die Ausweitung ihrer Arbeit für das Eindringen von Seelen in die Wahrheit. Sie betrachten sie als weltlich, weil sie in der Welt Einfluss haben. Da steht einer auf, behauptet, von Gott geführt zu sein, vertritt aber die Irrlehre, dass die Bösen nicht auferstehen würden. Ein anderer hegt falsche Anschauungen in Bezug auf das zukünftige Zeitalter. Sie alle wünschen totale religiöse Freiheit. Jeder geht, wohin er will, unabhängig von anderen, und doch behaupten sie, dass Gott unter ihnen ganz besonders am Werk sei. Diese Leute sind nicht vernünftig. Sie werden von einer trügerischen Aufregung mitgerissen. Wir wissen, dass sie nicht die Wahrheit haben. Ich bete zu Gott, dass sie umdenken oder den Sabbat aufgeben. Dann würden die Ungläubigen nicht im Weg stehen. Gott ist zornig über die Menschen, die durch ihr Verhalten die Welt dazu bringen, sie zu hassen. Wenn ein Christ wegen seiner guten Werke gehasst wird und weil er Christus nachfolgt, dann wird er einen Lohn bekommen. Aber wenn er gehasst wird, weil er sich unliebenswürdig verhält, gehasst wegen seiner ungehobelten Manieren, und weil er mit seinen Nachbarn über die Wahrheit streitet, gehasst, weil er es darauf anlegt, ihn in den Sabbat des Staats wie möglich zu verlesen, dann ist er ein Stolperstein, ein Hindernis für Sünde, eine Schande für die heilige Wahrheit. Wenn er nicht umkehrt und Buße tut, wäre es für ihn besser, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn ins Meer werfen. The Lord is coming. Are you ready?